Sportvereine und ihre fixen Termine passen nur noch schlecht in den urbanen Arbeitsalltag der Gegenwart. Lauf-Apps wie Runtastic oder Online-Fitnesskurse wie Gymondo wollen flexibler sein als Vereine und ortsunabhängiger als das Fitnessstudio. Seit sich Max Dieu mit seiner Laufgruppe über Runtastic vernetzt, funktionieren für ihn Regenwetter oder Frühjahrsmüdigkeit nicht mehr so gut als Ausrede, um den Morgenlauf zu verschieben. Vorher hat man gesagt, man geht nicht, schlechtes Wetter, dann ist man faul gewesen und jetzt sieht man, Mensch, fünf aus der Gruppe waren schon, jetzt musst du doch und dann drängt man sich durch und geht doch laufen. Rund 50 Millionen registrierte User hat die App. Trainingspläne und Laufzeitauswertung sind eine Anwendung. Aber moderne Sport-Apps können viel mehr. Sie verwandeln den Anwender in eine Art privaten Sportsender. Freunde können die Live-Position der Läufer auf einer Karte verfolgen. Und sie können sie anfeuern, mit Applausgeräuschen oder mit eigenen Sprachbotschaften. Ob beim Waldlauf in Bernau oder beim Marathon in New York. Solch eine Echtzeitverbundenheit bietet kein Sportverein, weiß die Sportpsychologin Wenke Schwarz. Sie sehen, wo ich herlaufe. Und die können mir, wenn sie sagen, mir gefällt das, was du gerade tust und liken, zujubeln die ganze Zeit. Im Idealfall sprechen die sich ab und ich laufe mit einem Jubel mehr über die Startlinie und über die kritischen Punkte hinweg. Und das ist super. Zeitliche und räumliche Flexibilität versprechen auch Online-Fitnessstudios wie Freeletics, New Move oder Gymondo. Pilates, Yoga oder Fatburner ohne Weg zum Studio, ohne überfüllte Kursräume, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Egal ob im Hotel oder im heimischen Wohnzimmer, erläutert Gymondo-Geschäftsführer Markus Büchtmann. Die Motivation unserer Nutzer ist sicherlich das Thema Zeitmangel, also Mütter beispielsweise, für die das natürlich sehr, sehr schwierig ist, irgendwie Kind, Kindergarten, Krippe, Schule, alles unter einen Hut zu bekommen. Das ist natürlich perfekt dann zum Mondo, weil dann kann man sich wirklich diese halbe Stunde kann man sich relativ einfach einbauen und muss jetzt nicht noch einen langen Weg ins Fitnessstudio auf sich nehmen. Ganz neu ist die Idee nicht. Sie ähnelt doch auffällig dem Konzept, mit dem Vorturner wie Jane Fonda in den 80er Jahren Millionen Videokassetten mit Aerobic-Kursen verkauften. Doch die Online-Studios wollen mehr sein als Fernsehgymnastik im Internet. Sie bieten neben Ernährungsplänen und Community-Funktionen vor allem die Möglichkeit, sich Lieblingskurse und Übungen selbst zusammenzuklicken. Damit erreichen sie vor allem ein weibliches Publikum. Gehe ich jetzt ins Fitnessstudio, sehe ich normalerweise, bis auf wenige Ausnahmen, bei Group Fitness eher Frauen und wenig Männer. Gehe ich raus in die Eisenhalle, wo wirklich gepumpt wird, da sehe ich dann eher Männer und weniger Frauen. Das ist so ein bisschen unsere Begründung, warum wir tatsächlich eher eine weibliche Nutzergruppe bekommen haben. Bisher sehen Studioketten die Online-Studios nicht als Konkurrenz, sondern erhoffen sogar, dass sie sportferne Menschen irgendwann auf die Idee bringen, ein Fitnessstudio zu besuchen. Büchtmann glaubt nicht so recht an diesen Transfer. Wir sehen schon, dass für viele die Motivation ist, bei Gymondo anzufangen, weil sie sich vielleicht auch gar nicht trauen, ins Fitnessstudio zu gehen, weil sie sich vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht blamieren wollen bei der Group Fitness, weil irgendwelche Tanzbewegungen so kompliziert sind, dass man nicht mitkommt, was mir übrigens genauso gehen würde. Das ist sicherlich eine Motivation. Das Konzept ein Mensch und ein Smartphone ist bei reiner Tanzfitness eher ungefährlich. Anders sieht es beim Muskeltraining aus. Hier ist der virtuelle Vorturner allein oft zu wenig. Schließlich kann der nicht sagen, wie ich tatsächlich zum Beispiel bei einer Übung im Raum stehe und ob ich jetzt die Ellbogen richtig hochhalte und dadurch ganz korrekt eine Übung ausführe. Und das ist natürlich unheimlich wichtig, gerade bei Kraftübungen. Wenn ich die falsch mache, tut's weh. Und dann kann ich auch meinen Körper überlasten. Konkurrenz droht der Online-Fitness durch die Dumpingpreise der Fitness-Discounter. Und durch YouTube, wo man sich sein eigenes Fitnessprogramm ganz umsonst, wenn auch mühsam, zusammensuchen kann. Von den Mitgliederzahlen der Vereine oder Fitnessstudios sind die Online-Konkurrenten noch weit entfernt. Und völlig ersetzen werden sie die vielleicht nie. Schließlich ist es mit der Heimfitness wie mit dem Homeoffice. Wer hier ganz alleine Höchstleistungen vollbringen will, braucht meist mehr Selbstdisziplin als in der Gruppe im Büro oder im Fitnessstudio.